你怎么样？我意思老爷，还是好行啦。 Willkommen zurück zu Resident Evil 6. Ganz genau, wir müssen zum Nahkampf greifen, um hier die paar Deppen zu besiegen. Und ich verspreche euch den erotischsten Resident Evil Part überhaupt. Nicht nur hier wegen Jake für die ganzen weiblichen Zuschauer, sondern vor allen Dingen wegen meiner geliebten Sherry. Aber lasst euch überraschen. Momentan ist es noch nicht so romantisch, deswegen mal gucken. Wie geht's weiter? Da ist der Schlüssel. Gut, dann machen wir mal auf. Vor allen Dingen, es sind 6 Monate vergangen und die Haare sind kein bisschen länger geworden. Auf Wiedersehen, Drecksloch. Du warst mein kleines Paradies. Zwei Testpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. Ich wiederhole. Zwei Testpersonen sind aus ihren Quartieren entkommen. Sie dürfen die Anlage nicht verlassen. Der Gebrauch von Schusswaffen ist freigegeben. Ich wusste, dass sie hier ist. Ist ja gut. Alles wirkt hier sehr steril. Fast schon zu steril. Sowas gibt's doch überhaupt nicht. Komm schon, ich attackiere dich. Bam. Was hältst du denn davon? Ist wohl nicht so begeistert. Und du? Siehst du das ähnlich? Bye, bye. Also, wir sind hier relativ schnell entkommen, also macht euch da mal keine Sorgen. Geht's hier weiter? Ah, da sehe ich etwas Unangenehmes. Nee, da bin ich hergekommen. Ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit. Na gut. Ein bisschen kicken. Da geht schon was. Oh mein Gott. Geile Kampfmoves aber. Fast schon schade, dass man die kaum benutzt sonst im Spiel. In der Form, in der Häufigkeit und so. Ansonsten werdet ihr mir gerade ein bisschen zu viel. Könnt ihr mich nicht mal ganz kurz in Ruhe lassen? Auch Jake. Den verlassen die Kräfte nach der Zeit und wir haben keine Waffen, ne? So. Okay, da geht's lang. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Man muss immer auf der Hut sein. Ich wette, wenn ich so den Part hochlade und dann Analytics und dann sehe ich weibliche Zuschauer 95%. Aber wartet ab, bis wir auf Sherry treffen. Die wird auch noch oben ohne rumlaufen. So, das hier müssen wir verschieben. Also hätten wir die Gegner nicht erledigt, dann könnten wir nicht so in aller Ruhe und Herzenslust da das Ding verschieben, um da hoch zu gelangen. Deswegen haben wir die alle platt gemacht. Und jetzt kriechen wir durch den saubersten Schacht dieser Welt in diesem Bereich. Da checken wir jetzt mal die Lage. Also, hier ist zu. So. Und hier geht's weiter, aber wir brauchen ein Passwort. Also, das werden wir nicht knacken können. Geht nicht, hä?
Ja, wir probieren's halt nochmal, gell? Versuch macht klug. Irgendwas Wunderschönes. Verdammter Mist, ich hab's eilig. Also, scheint nicht zu funktionieren. Probieren wir es noch ein drittes Mal, weil dann schwätzt er noch ein letztes Mal. Wir können auch alle Kombinationen ausprobieren. Ach, scheiß drauf. Ich finde eine Lösung dafür. So, dann wollen wir mal hier. Überwachungssystem. Gebaden! Oh. Nicht mal erledigt. Komm, komm, komm. Tschüss, tschüss, tschüss. Wir sind eine Kamera mit integriertem Gewehr. Okay, umschalten mit A. Da ist Sherry. Hier können wir übrigens nicht ballern. In dem Raum, aber mal gucken. Verdammt, da kommt jemand. Was wird sie tun? Ja, sie beobachtet, wie jemand den Code eingibt. Und kann ihn jetzt selbst eintippen. Also Sherry weiß jetzt den Code, aber wir nicht. Das ist natürlich den, ne? Gehen wir mal noch eins weiter. Was sehe ich denn hier Wunderschönes? Da 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 da. Wieder einer weniger. Helfen wir der Guten mal. Ich meine, die kriegt doch selbst auf die Reihe, aber da zack. Ist ihr doch wunderbar geholfen. So. Und Sherry gibt den Code erneut ein. Und geht durch. Dann können wir mit dem rechten Klick, also da steht ja zoomen. Also zoomen wir mal und sehen zweimal, ja, wie soll ich sagen, ich sag mal die 8 und einmal das die Raute mit dem Stern drin. Das war's. Also nett gemacht, dass man so ein bisschen interagieren kann. Finde ich wirklich cool. Was? Zap, zarap. Und hier das da. Wunderschön, dann mal weiter. Hier. Hätte ich doch lieber mit Sherry gespielt, mal ganz ehrlich. Die läuft auch so locker, flockig, luftig bekleidet herum. Ich hätte auch mal gerne was zum Gucken gehabt, gell? Aber es kommt ja noch eine Zwischensequenz. So, sei es drum. Vielleicht freuen sich ja wirklich die weiblichen Zuschauer. Es gibt ja einige, die... Ja, schreibt Kommis. Jake! Wo sind wir? China. Offensichtlich, aber wo? Warum? Keine Ahnung, mir egal. Ich bin kein Versuchskaninchen. Was haben Sie ihn angetan? Einiges. Sie redeten davon, mit meinen Antikörpern den C-Virus zu verbessern. Oh nein. Was haben Sie noch gesagt? Kennst du den Namen Albert Wesker? Was? Ich werte das mal als ja. Sie sprachen von ihm. Sehr oft. Er hatte wohl einen Antikörper, der jeden Virus abwehrt. Offensichtlich missbrauchte er seine Gabe, wusste sie nicht zu schätzen. Wurde dann selbst zu einem Monster. Und ich dachte, mein Vater wäre nur ein Versager, der uns hängen ließ. Aber nein, nein, nein. Er war ein Verrückter, der fast die Welt zerstört hätte. Die Taten Ihres Vaters haben nichts mit Ihnen zu tun. Okay, aber mein Blut schon. Es ist der Grund, warum wir hier sind. Jetzt mal im Ernst. Glaubst du wirklich, Verrücktheit liegt nicht in der Familie? Dass nichts vom Wesen meines Vaters auch in mir steckt? Gerade du solltest wissen, was ich meine. Ich sag's dir. Alles, was ich bin, alles, was ich getan habe, ergibt jetzt wenigstens etwas mehr Sinn als vorher.
was. Geben Sie nur Ihrem Vater die Schuld. Aber irgendwann müssen Sie selbst Verantwortung für Ihre Taten übernehmen. Ich muss meinen Vorgesetzten ein Lebenszeichen geben. Wir müssen Kontakt zu ihnen aufnehmen. So, das Wichtigste zuerst, ja? Also, Jake macht er hier auf den Obermacker und den oberkrassen Kerl, aber wenn er da die Sherry in luftiger Bekleidung sieht, da guckt er weg wie so ein 10-jähriger Junge. Aha, so sind sie also wirklich. Hunde, die bellen, beißen nicht, ja? Der mit der größten Klappe hat den kleinsten. Was soll das hier? Da würde ich mal rangehen und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass du so gut aussiehst. Ja, und vor allen Dingen 6 Monate sind vergangen und die Haare sind kein bisschen gewachsen. Bei keinem der Beteiligten. Naja. Oh. Und wir haben merkwürdigerweise unsere Waffen wieder. Waren die auch in dem Spind? Eigentlich ist es ja auch nicht unsere Kleidung, die wir da anhaben. So habe ich das zumindest verstanden, dass wir einfach von irgendwas, was da drin war, angezogen haben, mal eben. Na komm, Nahkampf! Attacke! Wow! Dann falle ich da die Treppe wieder runter. Zack! Rumatzpeng! Aber ich muss sagen, die Jake-Story richtig cool. Das waren schon viele geile Elemente und gleich kommt noch ein echt schöner Bereich. Also dieser Part hat es wirklich verdient. Gebt einen Daumen hoch, ernsthaft. Oder wartet ab, was noch kommt und gebt dann einen Daumen hoch. Aber auf jeden Fall, das wird noch unfassbar cool. Also, ich fasse zusammen, die Chris-Story mit Abstand die schlechteste. Deswegen tut es mir weh im Herz, dass einige abgeschaltet haben. Wow! Dass einige abgeschaltet haben, weil die Chris-Story eher so lala war. Aber naja. Gut, das wäre erledigt. Dann nehme ich mal für euch das Scharfschützengewehr. Komm. Zack. Geht es auch hier durch? Alles klar, okay. Ich hoffe, das war ein Treffer, aber es sieht nicht so gut aus momentan. Was zum Elefantenschlechter. Okay, nachladen. Vorher wäre nicht schlecht gewesen. Ah, hier machst du was mit. Wir sollten unsere Munition keinesfalls verschwenden. Denn hier wird noch einiges Interessantes kommen. Mann, ich bin so schlecht heute. Ah, zack. Geh ich mal lieber nah dran. Brauchen die Muni noch. Das wird hier nämlich ein wunderschöner Bereich. Das haben ja viele kritisiert. Ein Kritikpunkt, dass man immer angezeigt bekommt, wo man hinlaufen muss. Und alles liegt so auf der Hand und ist alles so linear. Dann warten wir ab, was hier noch kommt. Da sehe ich einen Schlüssel angezeigt. Ach, bestimmt von dem Vieh, was wir da getötet haben. ID-Medaille. Was zur Hölle ist das? Da haben wir jetzt eine davon. Und überhaupt, wo geht's... Oh la la, was ist denn? Sag mal, Sherry, wolltest du mir nicht noch mal was zeigen? Komm her. Mir nach. Okay. Mir nach. So, dann mal oben. Gut. Gut. Klasse. Danke. Damit weiß ich nichts anzufangen. Man dankt. Zurück. Roger. Nicht zurück, ich habe Folgen gemacht. Naja. Mir nach. Okay. Genug der Späße. Hier noch eine ID-Medaille. Sehr gut. Ach, Sherry, das hat schon so... Wo kommt denn das Licht her? Ist da... Permanent? Na gut. Weiter im Text.
Warum sind denn hier so wenig Leute? Eigentlich war hier alles voll. Das hier können wir kaputt machen. Sherry, erschreck mich nicht so. Sherry, Sherry, Lady. Hä? Eigentlich habe ich das so in Erinnerung, dass hier alles volle Kanne voll ist. Ach, da waren wir eben schon, gell? Da haben wir rumgesnipert. Kann ich hier auch rein? Offensichtlich. Da nehme ich lieber die Handfeuerwaffe. So. Na hallo? Was wird das, ein Purzelbäumchen? Bist du hier aber falsch gewickelte? So, auch hier müssen wir wieder eine ID-Medaille bestenfalls finden. Da stand doch noch einer. Ach, das war Sherry. Ist da noch irgendwas Mutiertes? Natürlich. Habe ich also nicht falsch gesehen, aber gründig wie eine zertretene Spinne. Da ist die Medaille, sehr gut. Dann machen wir lieber einen Abflug. Also man kann hier selbst bestimmen, in welche Räume man geht und was man zuerst machen möchte. Aber man sollte möglichst überall hin, um die Medaillen abzugrasen. Ja, ist das hier so gedacht, hä? Jetzt stehe ich so im Weg. So, das war der Kopf, mein Freund. Naja, da war noch mehr eben. Da sehe ich einen Schlüssel. Eine Medaille. Oh. Nahkampf for the win! Eine wirklich sehr atmosphärische Stelle des Spiels. Da war ich wirklich positiv überrascht. Ich hab echt gedacht, Jake und Sherry, was die da verzapfen, interessiert mich nicht wirklich, aber schaut's euch an, ne? Das ist hier wie bei Revelations. Nur nicht auf dem Schiff. Sherry? Bisschen im Weg gestanden, kann das sein? Na, ich weiß, dass es Fernschuss ist, aber es ist das Effektivste, was wir haben. So, bam. Bam. Damit ist dieses Mega-Vieh erledigt. Leider kein Schlüssel, aber naja, weiter im Text. Ich sag dir eins, braucht eine Menge Kohle, um sowas Großes zu bauen. Handgemenge, Handfeuerwaffe. Ist ja fast dasselbe, ne? Handgemenge, Handfeuerwaffe. So. Da. Ja, Jake, der überlegt halt schon, was er mit seinem Geld anstellen möchte, nicht wahr? Die Möglichkeit hier. Nein, du wirst nicht entkommen. Da noch so eine Medaille. Ah, komm, verschwinde. Okay, es reicht zum Glück. Ich hätte nicht gedacht. Stopp gedacht. Hält mehr durch. Na, was soll's. So, theoretisch können wir hier raus, ne? Hey, sieh mal, hier können wir raus. Ja, aber ich muss mit meinen Vorgesetzten sprechen, um zu wissen, wo ich hin muss. Warum muss alles so ein Krampf sein? Okay, dann suchen wir mal eine Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Telefon, okay. 3 Medaillons für den Westen. Und man braucht 10 Medaillons, um den Durchgang zum Osten zu öffnen. Gut. 5 haben wir ja schon, also sind 3 zu bezahlen kein Problem. Okay, wir wissen, wie sie aussehen. Finden wir den Rest.
Mehr Medaillen for the win. Neue Tür. Also rein. Und was musstest du die letzten 6 Monate ertragen? Einfach alles. Sie versuchten, den Virus in mir zu erforschen. Das gleiche habe ich nach Raccoon City durchgemacht. Und beim 2. Mal war es genauso scheiße. Scheiße. Tut mir leid. Was ist denn das da für ein Verpeilter? Der sieht uns und ja, er muss wahrscheinlich einfach mal aufs Klo. Na gut. Das hier gefällt mir schon besser. Reingehen, ausrauben, mitnehmen. Keine Gegner, nichts. Hier ist noch irgendetwas. Ja, hier können wir uns immer im Schrank verstecken, aber pff. Sehe ich aus, als wäre ich irgendwie feige oder so. Mhm. Haben wir hier noch ein Räumchen? What the? Habe ich beim Billardspielen gestört? Meine Herren. Erst hier die Mädels aufreißen und dann in den Raum mit dem roten... mit dem roten Bett. Naja. Däh, wie immer kreischen. Schon episch. Ja, irgendeiner von euch muss die Dinger haben. Die Medaille dieses Raumes quasi. Komm. Ah, 2 Stück schon. Oh Gott, nicht gut. Irgendwie ärgern die mich gerade. Na gut. Also fast aufgebraucht, aber ich sehe was. Ach, ich muss spielen. Ja, aber warte, nicht jetzt. Okay. Er will spielen. Dann hauen die Tasten, während Sherry da um Leben und Tod kämpft. Sehr gut. So bekommt man also diese Medaille. Aber man sollte vorher schon ein bisschen hier aufräumen, dass man seine Ruhe hat. Schönes Porträt übrigens. Hust, Räusper. So, dann mal hier durch. Bam. Hier ist was drin. Okay. Noch weiter. Jetzt sind wir da ein Stockwerk weiter oben, oder wie? Ach nee, Dampfbad. Ey, merkt ihr mal, wie geil das hier gemacht ist? Mal ganz so ehrlich, ne? Wobei, will ich da wirklich rein? Ach, das ist so Kirschblüten und... Alter, hier lässt sich's echt aushalten, du. Hey, Moment, da war's. Da war eine Medaille. Oder? Tatsächlich. Also wenn das Ganze friedlich wäre und mit einigen Mädels und so... Oh Gott. Und ohne den? Dann wäre das hier echt so... Oh, da würde ich hier Urlaub machen. Mal ganz im Ernst. Mit so einem Hotelzimmer und... Okay, so viele... Oh Gott, nee. Doch wahrscheinlich ein bisschen Ungeziefer hier drin. Aber großer Applaus, ey, für diesen Spielabschnitt. Ehrlich. Spitzenklasse gemacht. So, mal weiter. Da war doch was. Tatsächlich ist noch eine. Hä? Liegt einfach hier so rum. Naja, wenn ihr meint. Da wir jetzt 7 haben und 3 haben wir schon reingeworfen, haben wir eigentlich genug. Ist das hier sowas wie eine Dusche? Nee. Ach, Sherry. Halt dich nicht so lange mit diesen Pappnasen auf. Ganz ehrlich. Sieht so aus, als hätten wir alle Medaillen. Sherry? Okay. Und dann müssen wir jetzt die nur noch da unten einpflanzen. Wie kommen wir denn am besten runter? Einfach runterspringen. Das ist doch kein Problem für Jake Boy. So, 4. 5 und 6 und 7. Ja, Numero 8, Und 9. Nummer 10. Ob man noch mehr finden kann und noch mehr öffnen kann? So. Damit ist diese Tür offen und... Was, ich sehe einen Schlüssel? Hä?
Ernsthaft? Noch eine Medaille? Da bitte. Ja, 11. Also wenn irgendjemand von euch weiß, was passiert, wenn man alle Medaillen findet, wenn es noch viel mehr gibt, ob da noch was Spektakuläres kommt oder so, schreibt es in die Kommis, würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich irgendein kleines optionales Secret, was zu einer Waffe führt oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall wunderschön gemacht, ehrlich. Kommunikationsraum. Was ist das? Daten ihrer Experimente. Also gut. Hallo. Alles ist da. Ruf doch deinen Boss an. Ich bin's. Sherry Birkin. Ja, ihm geht's gut. Wir wurden inhaftiert. In einer Anlage. In China. Wirklich? Okay. Ich schicke die genauen Koordinaten. Sie sind bereits in China. Es ist vorbei. Wir sind gerettet. Juhu. Bist du fertig? Fertig. Verschwinden wir endlich von hier. Was liebe ich Sätze wie, es ist vorbei, wir sind gerettet. Na hey, gut, stimmt. Mit diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen. Gut, ich habe sowieso genug von diesem Ort. Verdammt. Na gut, dann können wir durch diese Tür gehen und entkommen. Wenn nichts dazwischen kommt, wie das weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Oh Gott. Auf keinen Fall verpassen. Und Leute, ja, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben für diesen wirklich geilen Part mit vielen wunderschönen Stellen. Oder? Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.